Moin Leute, neue Runde, neuer Lucky Shot. So, und wir schauen mal die Ausgangssituation. Wir sind dreimal Arty und ein Rheinmetall. Sowie ein Conway und zwei Artys. Soweit, so gut. Drei Granaten im Magazin. Vielleicht können wir noch einen raushauen. Der Conway, wir haben ihn zuletzt gesehen, der Punkt auf der Minikarte. K76 da die Ecke. So, und ich versuche hier so ein bisschen zu cappen. In der Hoffnung, dass die Artis mich hier vielleicht noch beschützen. Und der Conway killt den GB Tiger. Ohne dass er aufgegangen ist. Das heißt, der wird wohl da irgendwo im Wald oder durch die Mitte gefahren sein. Was natürlich den Support ein bisschen erschwert. Ja, der hat natürlich als TD ganz gute Tarnwerte. So, und das Ganze ist natürlich dumm, wenn ich mich verrate. Also sollte T92 lieber auf sich selber aufpassen. Oh, hier kommt schon eine Arti. Oh, eine BC, das ist Nummer 1. Feuererlaubnis erteilt. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Sehr witzig. Mal kurz angeaimt, Auto-Aim und ja, war er weg. Aber noch haben wir eine andere BC-Arti, die auch ein Vierfach-Magazin hat. So, jetzt dürfte ich so langsam wieder unsichtbar sein. Jetzt nur die Frage, wo ist dieser Konvoi? So, ich versuche so wenig wie möglich das Zeug kaputt zu machen. Oh, auch wieder hier unsichtbar gekillt. Und ich versuche hier so ein bisschen mich noch vor dem Unheil zu retten. Das ist die nächste Art. Die Kanone guckt auf den Panzer. Nicht nach da vorne. Und auch hier, hätte ich nur eine Granate vorher schon verballert, dann hätte das auch nicht ausgereicht. Ich hätte ihn vielleicht totrammen können. So. Ich fahre in den Süden. Gut, ich durfte da unsichtbar sein. Und ich hoffe, dass das gegnerische Team den Konvoi jetzt verwirrt und den sagt, guck mal hier, der fährt doch die Südlinie. Das ist natürlich jetzt 50-50. Der kann mir hier oben gerade entgegenkommen. Nur Pech gehabt. Oder der ist noch zu weit weg. Und ich kann mich repositionieren. Noch bin ich nicht gespottet. Ja, jetzt stehe ich hier. Und hier passiert echt eine Weile nichts. Ich spule das Ganze mal minimal vor. Ich glaube, das kann ich sogar eine ganze Weile vorspulen. Aus einem Fenster oben, wo der Schaden entstanden ist, sehen wir den Conway mit 400 noch was. Schaden, den ich ihn verursacht habe, also nicht wirklich viel. Das heißt, ungefähr 1000 noch übrig. Eventuell weniger. Je nachdem, was da passiert ist. So, nachgeladen habe ich auch. Und ein Haus ist für eine Arti ganz brauchbar. Falls der jetzt von der Seite kommt, wo ich ihn gar nicht sehe, hinterm Haus, dann sind es die 50 Meter, die er erstmal drum rumfahren muss. Wenn er von vorne kommt, kriegt er meine Kanone. Er sitzt gleichzeitig im Busch drin. Oh, oh. Und wenn er von hinten kommt, kann ich wunderbar Gas geben, ohne dass er reagiert. Oh, 500 Leben, ja. Vier Granaten, die werde ich nicht brauchen, vermutlich. So, kriegen wir jetzt hier noch einen Skill Lucky Shot hin. Zweimal Glück haben wir ja gehabt schon bei den Artis. So, ich könnte jetzt schnell vorfahren. Mit der normalen Geschwindigkeit hätte das Problem, dass der Kreis natürlich riesig wäre und ich einen Treffer abkriege. So fahre ich langsam vor. Stufe 1 und schöner Einkreis. Und was macht er? Fährt er die andere Seite lang, hätte ich genauso dumm. Aber was will er machen? Außer Snipen von weit weg hätte er keine Chance gehabt. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.